träumen Sie davon, das verzauberte Marokko zu entdecken. Lassen Sie sich von der Magie Marokkos verführen. Ein Reiseerlebnis der Extraklasse für alle, die nach Luxus und Abenteuer suchen. Wir sind Experten darin, individuelle Reisepläne zu erstellen, die genau auf Ihre persönlichen Vorlieben und Wünschen abgestimmt sind. Wenn Sie als anspruchsvoller Reisender ein tiefgehendes und sorgfältig zusammengestelltes Abenteuer zu schätzen wissen, dann besuchen Sie uns auf www.moroccodiscovering.com. Wir machen Ihren Traumurlaub in Marokko wahr. Zurück zum Morocco Discovering Podcast. In dieser Episode dreht sich alles speziell um die Riads in Marokko. Was sind Riads? Wie unterscheiden sie sich von anderen Unterkünften? Wie wählt man ein Riad aus? Wo übernachtet man? Und so weiter. Diese komplette Episode sollte alles enthalten, was Sie über unsere Riads in Marokko wissen müssen. Riads in Marokko erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei Reisenden, die eine authentische und immersive kulturelle Erfahrung suchen. Ein Riad ist traditionell ein marokkanisches Haus mit einem zentralen Innenhof, einem Wasserbrunnen in alten Zeiten oder einem Garten. Heutzutage haben einige von ihnen tatsächlich kleine Swimmingpools drinnen, die oft in ein Gästehaus oder in ein Hotel umgewandelt werden. Riads befinden sich typischerweise in den historischen Medinas oder Altstädten und bieten einen einzigartigen und intimen Einblick in die marokkanische Kultur und Architektur. Der Reiz der marokkanischen Riads liegt in ihrer Kombination aus traditionellen Designelementen und modernen Annehmlichkeiten. Riads zeichnen sich durch aufwendige Arbeit, kunstvolle Holzschnitzereien und andere einzigartige Designelemente aus, die für die marokkanische Architektur charakteristisch sind. Viele Riads bieten auch moderne Annehmlichkeiten wie Spa-Service, marokkanischen Hammam-Service, Zugang zur lokalen Küche und sogar Kochkurse sowie kostenloses WLAN, was sie zu einer beliebten Wahl für Reisende macht, die Authentizität und Komfort suchen. Riads bieten auch eine immersive kulturelle Erfahrung, die in traditionellen Hotels, Hostels oder Airbnb-Unterkünften nicht zu finden ist. Viele Riads werden von Familien betrieben und die Besitzer und das Personal sind oft darauf bedacht, ihr Wissen und ihre Liebe zur marokkanischen Kultur mit ihren Gästen zu teilen. Gäste haben möglicherweise die Gelegenheit, an Kochkursen teilzunehmen, traditionelle Handwerkkunst zu erlernen oder einfach eine Tasse Tee im Innenhof ihrer Gastgeber zu genießen. Normalerweise, was Kochkurse betrifft, werden sie mit ihnen auf den Markt gehen, um Gemüse und Fleisch auszuwählen. Und dann zeigen sie ihnen, wie sie das Gericht zubereiten und kochen. Ein weiterer Vorteil des Aufenthalts in einem Riad ist die Möglichkeit, die marokkanische Gastfreundschaft aus erster Hand zu erleben. Viele Riads bieten einen personalisierten Service und achten auf Details, sodass sich die Gäste fühlen, als würden sie tatsächlich in einem Zuhause fernab von zu Hause übernachten. Riads bieten auch ein Gefühl von Privatsphäre und Exklusivität, das in größeren Hotels schwer zu finden sein kann. Dies ist der Vorteil, in einem kleineren Riad zu übernachten. Normalerweise haben Riads zwischen 10 und 25 Zimmern und sind fast immer ausgebucht. Riads befinden sich in einigen der größten touristischen Gebiete Marokkos, darunter Fez, Marrakesch und Essaouira. Marrakesch ist besonders zu einem beliebten Ziel für Riad-Aufenthalte geworden. Der Grund dafür ist, dass es allein auf dem Jemaa el Fna-Platz und in den umliegenden Gebieten viele Riads gibt, in denen sie je nach Budget übernachten können. Viele Riads in Marrakesch befinden sich in Gehweite von wichtigen Touristenattraktionen wie der Koutoubia Moschee, der lebendigen Medina und den geschäftigen Souks sowie dem Bahia-Palast.
Ich werde versuchen, einige der Fragen des Publikums zu beantworten. Eine der ersten Fragen, die ich erhalten habe, lautet: Was ist die Geschichte und kulturelle Bedeutung von Riads in Marokko? Die Geschichte und kulturelle Bedeutung von Riads in Marokko lassen sich bis zum islamischen goldenen Zeitalter im 8. Jahrhundert zurückverfolgen. In dieser Zeit blühte die islamische Architektur auf und das Konzept der Riads entstand. Ursprünglich wurden Riads als Familienhäuser für wohlhabende Händler und Adelsfamilien konzipiert, die einen privaten und friedlichen Rückzugsort vor dem geschäftigen Treiben der Stadt boten. Wie schon vorgängig erwähnt, wurden die ersten Riads in größeren Städten wie Marrakesch, Fez, Essaouira und so weiter erbaut. Sie sind typischerweise um einen zentralen Innenhof herum gebaut, der Licht und Belüftung für die umliegenden Zimmer bietet. Der Innenhof war oft mit einem Brunnen oder einem Pool geschmückt und von üppigen Gärten umgeben, was eine Oase der Ruhe und Gelassenheit schuf. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Riads weiterentwickelt, um sich den sich ändernden kulturellen Einflüssen anzupassen, von der andalusischen Stilrichtung des 13. Jahrhunderts bis zum französischen Kolonialeinfluss des 20. Jahrhunderts. Trotz dieser Veränderungen ist das Riad ein wichtiges Symbol der marokkanischen Architektur und Kultur geblieben. Heute wurden viele Riads renoviert und in Gästehäuser oder Boutique-Hotels umgewandelt, um den Besuchern eine authentische marokkanische Erfahrung zu bieten. In einem Riad zu übernachten, ist eine einzigartige Möglichkeit, sich in die marokkanische Kultur einzutauchen, von der traditionellen Architektur bis zur lokalen Küche und Gastfreundschaft. Eine andere Frage, die ich erhalten habe und über die wir in früheren Episoden gesprochen haben, lautet: Was unterscheidet ein Riad von traditionellen Hotels? Riads in Marokko sind auf verschiedene Weise einzigartig und können im Vergleich zu Hotels unterschiedliche Erlebnisse bieten. Hier sind meiner Meinung nach einige der Unterschiede zwischen einem Riad und einem traditionellen Hotel. Als erstes ist dies sicherlich die traditionelle Architektur. Die oft jahrhundertealten Riads unterscheiden sich mit der traditionellen Architektur gegenüber den Hotels oder Apartments, wo auch, wie schon oft erwähnt, der zentrale Innenhof oder Garten umgeben von Zimmern oder Suiten. Das Design und die Dekoration eines Riads sind normalerweise von marokkanischer Kunst, Kultur und Geschichte inspiriert, was sie von Hotels und Apartments unterscheidet. Hotels sehen oft ähnlich aus. Im Gegensatz dazu sind Riads sehr einzigartig. Ein anderer Punkt ist das persönliche Erlebnis. Riads sind viel kleiner als Hotels, mit 10, 15, vielleicht 20 Zimmern. Das macht sie etwas intimer und bietet ein persönliches Erlebnis. Sie können eine persönliche Betreuung durch das Personal erwarten, das Empfehlungen von lokalen Erlebnissen bis hin zu Sehenswürdigkeiten geben kann. Und das Personal steht in der Regel zur Verfügung, um bei allem zu helfen, was die Gäste während ihres Aufenthalts möchten und benötigen. In einem Riad zu übernachten ist eine einzigartige Möglichkeit, sich in die marokkanische Kultur zu vertiefen. Gäste können die marokkanische Küche genießen, lokale Musik und Unterhaltung erleben und mehr über marokkanische Bräuche und Traditionen erfahren. Das Riad bietet auch die Möglichkeit, mit lokalen Handwerkern und Ladenbesitzern zu interagieren. Auch wenn die meisten Riads sich in den Herzen der Medinas befinden, fühlt man sich fernab von all dem Trubel der Stadt. Der zentrale Innenhof bietet den Gästen einen friedlichen Rückzugsort zum Entspannen. Dies ist sehr wichtig bei der Auswahl eines Riads. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Aufgaben machen und recherchieren. Denn einige Riads können sehr ruhig und angenehm sein, andere sind das genaue Gegenteil. Ein weiterer Unterschied zwischen den Riads und den Hotels ist die Nachhaltigkeit. Viele Riads in Marokko sind umweltfreundlich und sozial verantwortlich. Sie verwenden oft lokale organische Zutaten für ihre Mahlzeiten, reduzieren den Wasserverbrauch und unterstützen die lokalen Gemeinschaften, indem sie Einheimische beschäftigen und Produkte lokal beziehen. Im Gegensatz zu Hotels, die oft zu großen Ketten gehören und alles von anderswo beziehen. Es gibt viele wunderschöne Riads. Die Herausforderung besteht jedoch darin,
dorthin zu gelangen. Wenn Sie beispielsweise ein Riad buchen, sehen Sie sich die Bilder an, betrachten Ihre Social-Media-Präsenz, alles sieht unglaublich aus. Aber dann müssen Sie wirklich die Frage stellen, wie weit entfernt ist es? Zum Beispiel, wenn Sie auf dem Jemaa el-Fna-Platz schauen, gibt es oft Bereiche, die mit dem Auto nicht erreichbar sind. Autos haben keinen Zugang. Sie können nicht mit dem Fahrzeug hineinfahren. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Riad, wenn Sie beispielsweise auf dem Jemaa el-Fna-Platz übernachten, mit dem Auto erreichbar ist oder zumindest näher gelegen ist. Ein weiterer Punkt, den ich definitiv prüfen würde, sind die Bewertungen. Ich halte mich oft von TripAdvisor fern. 95% davon sind nicht wirklich legitim, besonders wenn es um Marokko geht. Vertraue da auf die Google-Bewertungen, auch die negativen. Ein anderer wichtiger Punkt ist das Personal. Stellen Sie sicher, dass das Riad deutsch- oder zumindest englischsprachiges Personal hat und ob Sie hilfsbereit und reaktionsschnell sind. Dies kann wichtig sein, wenn Sie Hilfe benötigen oder spezielle Anfragen haben. Sind Sie hilfsbereit? Beantworten Sie meine Fragen? Gibt es Sprachbarrieren und so weiter? Es ist auch wichtig, die Kontaktdaten des Managers oder des Eigentümers zu erhalten, da Riads in der Regel von Familienmitgliedern geführt werden. Also sammeln Sie so viele Informationen wie möglich. Eine weitere Frage, die ich oft bekomme, ist, wie sich die Kosten für einen Riad-Aufenthalt im Vergleich zu anderen Arten von Unterkünften in Marokko gestalten. Die Kosten für einen Aufenthalt in einem Riad in Marokko können je nach Faktoren erheblich variieren. Darunter die Lage, die Annehmlichkeiten, die Jahreszeit und auch das Luxusniveau. Möchten Sie in einer 2-Sterne, 3-Sterne, 4-Sterne oder 5-Sterne-Unterkunft übernachten? Das hängt von Ihnen ab. Allerdings können Riads im Allgemeinen teurer sein als traditionelle Hotels. Und auch hier, Sie haben im Durchschnitt zum Beispiel 8 Zimmer im Vergleich zu 20 oder 25. Das ist der Punkt, an dem sich die Preise unterscheiden. Die Erfahrung ist jedoch absolut den etwas höheren Preis wert als in einem Hotel. Besonders wenn Sie viel reisen und bereits in Hotels übernachtet haben. Die Hotels in Marokko sind da nicht anders. Daher empfehlen wir immer zuerst Riads, da sie oft eine persönlichere Erfahrung und eine einzigartige Kultur bieten. So können Sie die marokkanische Kultur in einem Riad wirklich spüren und erleben, im Vergleich zu einem Hotel. Eine äußerst interessante Frage, die gestellt wurde, betrifft den Beitrag der Riads zur lokalen Wirtschaft in Marokko. Riads in Marokko können auf verschiedene Weisen erheblich zur lokalen Wirtschaft beitragen. Eine davon ist die Beschäftigung. Riads benötigen eine erhebliche Anzahl von Mitarbeitern, darunter Zimmermädchen, Köche, Rezeptionisten und Wartungspersonal. Die Schaffung von Arbeitsplätzen kann ein Riad dazu beitragen, lokale Gemeinschaften zu unterstützen und die Lebensstandards in dieser bestimmten Stadt zu verbessern. Ein weiterer Aspekt ist die lokale Beschaffung. Alles wird lokal gemacht. Viele Riads in Marokko verwenden lokal beschaffte Materialien und Produkte wie traditionelle Keramik, Textilien und Lebensmittel. Durch die Unterstützung lokaler Handwerker und Lieferanten kann ein Riad dazu beitragen, traditionelles Handwerk zu bewahren und lokale Wirtschaften zu fördern. Eine andere Überlegung ist definitiv der Tourismuserlös. Riads sind bei Touristen, die Marokko besuchen, beliebt. Und die Einnahmen aus der Riad-Branche können andere lokale Unternehmen wie Restaurants, Geschäfte und Reiseveranstalter unterstützen. Dies kann einen Multiplikator-Effekt haben, indem mehr Arbeitsplätze geschaffen und mehr Einkommen für lokale Gemeinschaften generiert werden. Ein weiterer Einfluss ist die kulturelle Bewahrung. Viele Riads in Marokko befinden sich in historischen Gebäuden oder Gebieten, die traditionelle Architektur und Designelemente aufweisen. Die Bewahrung dieser traditionellen Schätze kann ein Riad dazu beitragen, das einzigartige kulturelle Erbe Marokkos zu erhalten und Touristen anzuziehen, die am Kulturtourismus interessiert sind.
Dies ist äußerst wichtig und ich persönlich glaube, dass alle Riads eine unglaublich gute Arbeit bei der Bewahrung der marokkanischen Kultur und traditionellen Architektur geleistet haben. Stellen Sie sich vor, wie Sie durch die lebhaften Straßen von Marrakesch schlendern, die feinste marokkanische Küche genießen und von der atemberaubenden Architektur fasziniert sind. Morocco Discovering nehmen wir Ihnen den Stress bei der Planung Ihres exklusiven marokkanischen Urlaubs ab. Unsere Reiseexperten wählen sorgfältig nur die authentischsten Erlebnisse und luxuriöse Unterkünfte für das ultimative, maßgeschneiderte Abenteuer aus. Dies ist kein typischer Budgeturlaub. Dies ist eine Erfahrung fürs Leben. Suchen Sie www.moroccodiscovering.com und beginnen Sie noch heute mit der Planung Ihres unvergesslichen marokkanischen Erlebnisses. Die nächste Frage bezieht sich auf die größten Vorteile eines Aufenthalts in einem Riad für Familien oder Reisegruppen. Aufenthalt in einem Riad bietet mehrere Vorteile für Familien und Gruppen, darunter Privatsphäre und Raum. Riads bieten oft mehr Privatsphäre und Platz als traditionelle Hotelzimmer. Das ist wahr. Mit mehreren Schlafzimmern, Gemeinschaftsbereichen und Außenflächen können Familien und Gruppen ihren eigenen privaten Raum zum Entspannen und gemeinsamen Zeit verbringen haben. Es fühlt sich an, als wäre man in einem Minipark. Das ist der Punkt, an dem es wie ihr eigener Raum wirkt. Sehr entspannend und unterhaltsam. Sie verbringen qualitativ hochwertige Zeit mit ihren Lieben. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie sich mit Ihrer Familie oder der Gruppe, mit der Sie reisen, in die marokkanische Kultur und Architektur eintauchen. Viele Riads haben ein traditionelles Design, wie einen Innenhof mit Mosaiken und Holzarbeiten. Dies kann insbesondere für Familien und Gruppen, die mehr über die marokkanische Kultur und Geschichte erfahren möchten, eine bereichernde Erfahrung sein. Egal, ob Sie nun alleine, mit der Familie oder in einer Gruppe reisen, buchen Sie rechtzeitig. Ob es nun eine geschäftige Saison oder eine langsame Saison ist, wenn Sie im Voraus buchen, sind Sie auf der sicheren Seite. Ein weiterer Punkt ist das Essen und Trinken. Viele Riads bieten hochwertige kulinarische Erlebnisse mit traditioneller marokkanischer Küche und biologisch lokal beschafften Zutaten, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Gäste können Mahlzeiten im Speisesaal oder im Innenhof des Riads genießen und einige haben tatsächlich eine Dachterrasse. Da wir gerade über lokale Küche sprechen, können Sie in einem Riad in Fes eine Tagine bekommen und sie wird völlig anders sein als die gleiche Tagine in Essaouira oder Marrakesch. Das macht die Riads unterschiedlich. Ihnen wird die lokale Spezialität serviert. Bei einer Hotelkette muss vieles gleich gemacht werden, was manchmal gut ist, manchmal jedoch nicht. In diesem Fall ist es anders. Es schmeckt anders. Jede Stadt hat ihre eigene Kultur. Jeder Ort hat seinen eigenen Geschmack. Und jede Stadt hat ihre eigene Art, diese Gerichte zuzubereiten. Eine andere Sache, die mir einfällt, ist die Sicherheit. Riads bieten eine sichere Umgebung mit verschlossenen Eingängen, Sicherheitspersonal und aufmerksamen Mitarbeitern. Das kann besonders beruhigend für Familien und Gruppen sein, die mit Kindern reisen und nach einer sicheren Umgebung suchen. Ich werde noch etwas hinzufügen. Die Hotels in Marokko unterscheiden sich zumindest von dem, was ich in Europa vergleichen kann. Hier in Europa kann ich in jedes Hotel gehen, ohne Probleme zu haben. Niemand wird fragen, ob ich einchecke oder nicht, ob ich bleibe oder nicht,
ob ich eine Reservierung habe oder nicht, ob ich ins Restaurant gehe oder nicht. In Marokko ist das anders. Wenn Sie in ein Hotel gehen, ist es buchstäblich wie in einem Flughafen. Es gibt Sicherheit nach Sicherheit und das Riad ist da nicht anders. Die Sicherheit ist wirklich streng. Wer das Riad oder das Hotel betritt und verlässt, ist sehr sicher in dieser Hinsicht. Was sind einige der kulturellen Erlebnisse, die Reisende während ihres Aufenthalts in einem Riad genießen können? Aufenthalt in einem Riad kann eine Fülle von kulturellen Erlebnissen bieten, die mir einfallen. Zum Beispiel Spa und Wellness. Viele Riads verfügen über Spa, marokkanische Hammam und Wellnessdienstleistungen mit traditionellen marokkanischen Hammam-Massagen und aromatischen Therapiebehandlungen. Dies kann eine entspannende und belebende Erfahrung für Reisende sein und ich empfehle es sehr. Vermehrt gibt es auch traditionelle Live-Musik. Oder wie wäre es mit einem Kalligrafieunterricht? Diese Erfahrungen können Reisenden ein tieferes Verständnis der marokkanischen Kultur und Geschichte vermitteln. Gehen Sie einfach mit dem Fluss und fragen Sie, wie das Riad die Erfahrung für Sie, Ihre Freunde, Ihre Familie oder Ihre Gäste verbessern kann. Sie befinden sich normalerweise in der Nähe von Märkten oder Souks, wo Reisende handgefertigte Kunsthandwerke, Textilien und andere traditionelle marokkanische Produkte kaufen können. Seien Sie vorsichtig, verhandeln Sie, kaufen Sie nicht zum vollen Preis. Für alle anderen Fragen rund um das Einkaufen und Ähnliches wird es eine Episode geben. Welche Ratschläge würden Sie Reisenden geben, die zum ersten Mal in einem Riad übernachten möchten? Frage: Riads sind definitiv die richtige Wahl für kleinere Gruppen, Familien und Einzelpersonen. Legen Sie sich den Grundriss des Riads ein, denn wenn Sie hineingehen, kann es verwirrend werden. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um in verschiedene Stockwerke zu gelangen. In diesem Viertel oder in jenem Viertel sind. Die Riads sind oft um den zentralen Innenhof angeordnet, mit Zimmern und Gemeinschaftsbereichen entlang der Umfassung. Der Grundriss kann verwirrend werden. Machen Sie sich damit vertraut. Stellen Sie viele Fragen. Fragen Sie das Personal. Wie komme ich hierhin? Wie mache ich das? Das ist also sehr wichtig, den Grundriss Ihres Riads zu kennen. Kommunizieren Sie mit dem Personal. Riads haben oft aufmerksames Personal, das ihnen bei allem helfen kann, von der Organisation von Transporten bis hin zu Empfehlungen für lokale Aktivitäten und Erlebnisse. Insgesamt liegt der Reiz der marokkanischen Riads in ihrer einzigartigen Kombination aus traditionellen Designelementen, modernen Annehmlichkeiten und persönlichem Service. Egal, ob Sie eine authentische kulturelle Erfahrung, einen entspannten Urlaub oder einen romantischen Kurzurlaub suchen, ein Aufenthalt in einem marokkanischen Riad wird sicherlich eine unvergessliche Erfahrung für Sie sein. Dies ist das Ende dieser Episode, die den Riads in Marokko gewidmet ist. Und ich hoffe, wir haben einige Ihrer Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, über unsere Social-Media-Kanäle oder unsere Webseite www.moroccodiscovering.com mit uns in Kontakt zu treten. Sie haben die Welt bereist, aber Marokko steht immer noch auf Ihrer Wunschliste. Morocco Discovering ist hier, um die perfekte, einmalige marokkanische Reise exklusiv nach Ihren Wünschen zu gestalten. Lassen Sie uns eine Reiseroute entwerfen, die die Geheimnisse dieses faszinierenden Landes nur für Sie enthüllt. Ein luxuriöses, maßgeschneidertes marokkanisches Abenteuer Ihres Lebens besuchen Sie www.moroccodiscovering.com und lassen Sie uns Ihre Träume in die Realität umsetzen. Eine erstaunliche marokkanische Erfahrung erwartet Sie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.